Xaya, die Rebellin. Xaya, die in einem itolanischen Stamm hineingeboren wurde, liebte es, ihrem Vater beim Singen von uralten Volksliedern über vassayanische Helden zuzuhören. Die eingängigen Melodien entführten sie in eine längst vergessene Zeit, als die Magie frei über die Insel Kaelin tanzte und die Lotlan mit gewaltiger Kraft erfüllte. Doch mit jeder neuen Generation drangen die Menschen immer weiter in die vastayanischen Stammesgebiete ihrer Vorfahren ein und störten ihr unbändiges Wesen. Die Stämme verschwanden langsam und mit ihnen ihre Lebendigkeit, als sie immer weiter von den ersten Landen abgeschnitten wurden und sich zu Verhandlungen mit ihren sterblichen Rivalen gezwungen sahen. Xaya sah frustrierend dabei zu, wie die Yuloha-Botschafter ihres Stammes aber und abermals Verträge mit den Sterblichen schlossen, die nur zu schnell wieder gebrochen wurden. Noch beunruhigender war jedoch, dass die Menschen die Geheimnisse der emporragenden Konstrukte, die als Kinolan bekannt waren, lüfteten und sie zur Eindämmung der natürlichen Magie Ionias verwendeten, um ihre wachsenden Siedlungen zu schützen. Obwohl Xaya und andere Gleichgesinnte ihr Volk dazu drängten, sich zu wehren, zogen sich die Lotlan immer mehr zurück und mieden die Welt der Sterblichen, um an dem wenigen festzuhalten, was ihnen noch geblieben war. Doch das sollte sie nicht schützen und so wurden sie schließlich gänzlich aus ihrer Heimat vertrieben. Die Lotlan wurden fortan zu heimatlosen Nomaden. Xaya wurde eine Freiheitskämpferin. Und sie war nicht allein. Überall in Ionia kam es vermehrt zu vastayanischen Rebellionen, die Vergeltung gegen die Sterblichen forderten. Die Zeit für Verhandlungen war vorbei. Xaya war entschlossen, ihre tödlichen Federn auf dem Schlachtfeld einzusetzen, um die wilde Magie des Landes zu befreien. Nachdem sie viele Male in schwer bewachte Festungen eingedrungen war und unzählige Leichen ihren Weg säumten, wurde sie bekannt als der Violette Rabe. Die Hingabe, mit der sie sich ihrer Sache widmete, suchte ihresgleichen. Sie hatte stets nur ihre nächste Mission im Sinn oder den nächsten Schritt, der ihrem Volk die Freiheit ein Stückchen näher brachte. Obwohl sie ihre Rebellionsverbündeten zu schätzen wusste, arbeitete sie normalerweise allein, denn sie glaubte, sie könnte die Aufgabe besser als alle anderen erledigen. Doch dann traf sie auf einen anderen Vastayer, der ihr Leben für immer verändern sollte. Als sie auf der Suche nach einem gestohlenen Artefakt nach Flonko kam, einer entlegenen Kleinstadt in den Bergen, bot sich ihr der Anblick einer johlenden Menschenmenge. Vor ihnen auf der Bühne stand ein herausgeputzter, grellbunter Künstler, der alte vassayanische Lieder für das Publikum zum Besten gab, das ihm völlig erlegen war. Als er seinen Auftritt mit einer Reihe billiger Tricks beendet hatte, brach die Menge in Jubel aus und skandierte seinen Namen. Ra-Khan, Ra-Khan, Ra-Khan! Der Künstler verneigte sich theatralisch. Xaya tat ihn als einen Possenreißer ab. Auch wenn er Lotlan sein mag, so schien dieser Ra-Khan doch nichts weiter als ein närrischer Mutakel zu sein. Xaya zwang sich, ihn zu ignorieren und beendete ihre Mission, welche nicht zuletzt dadurch, dass Ra-Khan die Leute ablenkte, viel einfacher wurde. Das konnte sie nicht leugnen. Bevor Xaya in die Wildnis fliehen konnte, sprach Ra-Khan sie an. Nachdem er mehrere Versuche unternommen hatte, sie mit Schmeicheleien zu bezaubern, fragte der aufdringliche Vastaya, ob es Neuigkeiten vom Stamm der Lotlan gäbe. Als sie ihm erzählte, dass der Stamm seine Ländereien verloren hatte, verdunkelte sich sein Federkleid und sie war überrascht von der Schwere seines Zorns. Vielleicht steckte doch mehr in Ra-Khan, als Xaya dachte. Als sie ihm von ihrem wahren Vorhaben erzählte, flehte er sie an, sie dabei zu begleiten. Auch wenn sie sonst nichts in ihm sah, so erkannte sie doch Potenzial in seiner Fähigkeit, für Ablenkungsmanöver zu sorgen, und so willigte sie ein, dass er sie begleiten durfte. Zu Beginn ihrer Reise sah sie Ra-Khan als nützlichen, wenn auch nervigen, Begleiter. Der großspurige Kriegstänzer sprang pirouettentanzend mit Leichtigkeit um den Gegner herum und lenkte sie ab, damit Xaya sie unbehelligt ausschalten konnte. Tatsächlich kompensierte dieser Kampfstil fast seine lästige Unfähigkeit, sich Xayas sorgsam ausgearbeitete Pläne zu merken. Ra-Khan half ihr auch in anderer Hinsicht. Während sie direkt und grob war,
war er einfühlsam und charismatisch und konnte seinen Charme und seine Überzeugungskraft auch dort einsetzen, wo Xayah zu Gewalt gegriffen hätte. Seine Fähigkeit, die Emotionen der Leute zu lesen und ihr Vertrauen zu gewinnen, beeindruckte sie. Manchmal stellte sie sein Mitgefühl für die Sterblichen in Frage, aber sie zweifelte nie an seiner Hingabe für die Sache der Rebellen. Eines Tages bemerkte Xayah, dass sich ihre Gefühle für Rakan verändert hatten. Ihn umgab eine Leichtigkeit und sein freigeistiges Wesen gefiel ihr immer mehr. Mit der Zeit fand sie sogar Gefallen an seiner Gesellschaft und obwohl sie das zu Beginn nur widerwillig zugab, erschien die Welt nicht mehr ganz so kaputt und einsam wie zuvor. Sie wurden unzertrennlich. Seither wurden die beiden in all den Jahren zu herausragenden vastayanischen Champions und die Nachricht von ihren Taten verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Im Zuge der noxianischen Invasion wurden die Ionier zweifelsohne aggressiver und gefährlicher, allen voran das Volk von Navori und der verhasste Orden der Schatten. Allerdings gelang es Xayah und Rakan dadurch, weitere unzählige Vastaya auf ihre Seite zu ziehen und ihren Traum einer Rebellion in greifbare Nähe rücken zu lassen. Gemeinsam werden sie für die Wiedereroberung der ersten Lande kämpfen und ihre Stämme wieder zu ihrer alten Größe verhelfen.